Hands up, then we gonna drop. Ay, 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 ay. Russische Kontrolle von Grenze. Wir warten auf Schmuggler und Ehren. Warte mal, heute wirst du mit dem Fahrern zu tun haben, die Waren ins Land bringen. Oh. Ah, jetzt kein LKW ja kontrollieren. Das Auto hält viel aus, sehr gut. Wo sind deine 2000 Euro? Ja. Wickelmonster. Ja, das glaube ich gar nicht gesagt. Das war aber ein anderer, glaube ich, was das gesagt hat. War es nicht der Gieshauser? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich habe das schon vergessen. Aktiv Sohn, servus, grüß dich. Ich verstehe, Kollege, halte die Schnauze, ich kontrolliere ihn schon. Ich weiß, was ich tue. Aussteigen. Aber ich muss die kontrollieren. Oder der hat einen Niro. Wenigstens einer mit Haar, der ist mir sympathisch. Was, Kommissar, was? Alle Fahrer, die Fracht transportieren, müssen ein gültiges Transportdokument haben. Prüfe eines Dokumente. Wicked Monster, danke für den Fünfer-Sab, ich küsse deine rechte Auge. Alter, was? Bin ich echt nur so klar, oder was? So, was ist jetzt der gültiges Frachtpapier? Düngemittel 10, Gasherd 5, Kühlschrank 2, Reinigungsmittel 1, Toiletten 2, chemische Erzeugnisse 1. Roman Kravchenko, meine russische Genosse. Wie sieht er aus? Du hast eine gültige Papier, ich fühle. 14-2SJN7W. Ich freue mich an deine Bekanntschaft zu machen. Der beste Weg, ein Dokument mit dem tatsächlichen Frachtzustand zu vergleichen, ist mit Hilfe des Frachtbuchs. Nimm es vom Tisch. Ich nehme es vom Tisch. Jetzt habe ich da ein Frachtbuch. Das heißt, wir müssen das vorher mal angekündigt haben. Und wir kontrollieren die C. Buch um die gesamte Ladung aus diesem Fahrzeug zähle zu zählen. Halte LMB, drücke RMB, um deine Notiz zu sehen. Aha. Ich kontrolliere. Düngemittel zweimal, dreimal, viermal. Das ist echt nicht schlecht. Oh, die Herd. Wir haben einen Gasherd. Wir haben einen Kühlschrank. Wir haben ein Scheißhaus. Das ist nicht. Ist Scheißhaus nichts gestanden auf Kontrollliste? Was ist das? Reinigungsmittel, das habe ich gesehen. Nochmal ein Herd. Okay. Oha. Da geht's. Da passt mir aber auch was nicht so ganz. Der hat. Wenn es 10 Dünger. Ich muss noch einmal kontrollieren. Aha. Chemische. Okay. Super, jetzt kannst du ganz einfach das Frachtbuch mit dem. 10-mal Düngemittel, 3-mal Gasherd. Du hast 2 Gasherd nicht mit, Freund. 2 Toiletten, uns fehlt eine Toilette. Chemisches Erzeugnis ist da, ein Reinigungsmittel ist da. Und jetzt muss er auslösen, da fehlt der Gas, da fehlen 2 Gasherd. Und da fehlt noch Scheiß aus. Haben sie den angekrampt oder was, bevor er da kontrolliert worden ist? Da fehlen ein paar Sachen, ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Ja, da steht irgendwas auf dem Brett, da wieder am Frachtbrief. Mit Wirkung vom 19. April 1981 ändert das Verkehrsministerium die Vorschriften für die Beförderung von Gütern innerhalb Akaristans. Jeder Fahrer, der im Besitz von Waren ist, muss einen gültigen Transportbrief haben. Jede Unstimmigkeit in den Unterlagen führt zur Verweigerung der Einreise. Ja, dann haben du Pech. So, Kollege. Du haben nicht mit, was du haben angegeben. Du Butterblume, du Schöne! Geh weiter. Selber schuld. Das nächste Mal nimmst du alles mit. Phoenix Master, danke für dein Abo. Regelwidrige Kontrollbericht. Was regelwidrig? Ich hab alles kontrolliert. Wo war denn Leichen der anderen zwei? Ihr hört und ist scheiß aus. Willst du mich ja, geh in Ordnung, Alter. Geh einer da. Du musst das schon als Fehler markieren. Ah! Okay, dann hab ich ihn. Oh mein Gott.
Aussteigen! Oder? Wenn du mit Saubus da rein und umfährst in unseren schönen Russland, oder? Es tut mir leid! Steig aus jetzt! Steig aus! Steig aus! Der steigt mir nicht aus! Ja, gib her dein Fruch! Alter, allein ich für deinen Hippie-Bus kriegst du einen Schuss ins Knie. Was ist denn, Alter? Bin grad beleidigt? Ich denk grad, dass das jetzt unabsichtlich war. So. Kontrolle des Frachtbriefs. Der Hund, Alter. Was hat er denn überhaupt mit, Alter? Bin jetzt deppert? Benzinfassel, Zement, Medikamentenkisten, Gasherd. Ausgerät. Mach auf die Tür. Sind das alles kontrollieren? Medikament. Sackel, weiß ich nicht. Genau. Passt. Da haben wir auch noch was. Passt. Das. Irgendwas auslassen, macht Ruhe, die Tier, sonst zieht's. Aha. So, 2 Gasherd, 5 Zement, Benzinfassel, 2 Medikamenten, 3. Passt. Kontrolle. Benzin, Zement, Medikamenten, 3, Zement, 7. Benzin, 2, Gasherd. Zement fehlt mir was. Ja, aber wo, ich kann nicht genau schauen, Alter. Da ist da noch ein Tier. Nee, ist nicht. Schießt da gleich noch eine Kugel in deine Sch**. Lad aus. Da waren's. Wie können wir da einladen? Okay, das macht er anscheinend wieder automatisch. Zu die Hitten. Was? Auf Laden mit E? Da geht nichts. So, kontrollieren wir. Papiere! Okay. Benzinfass passt, Medikamentenkisten passen, Zement passt, das passt alles. Dankeschön. Da! 2. Juni hat der Klick gehabt, oder 5. November haut hin. MP, irgendwas haut hin. Haut hin. Passt das? So. Dokumente wurden bereits entgegengenommen. Ja, ich muss sie wieder geben, oder? Was muss ich jetzt wieder machen? Was ist denn jetzt da? Was haben wir schon? Hallo, Soro, danke für den Follower. Was ist jetzt gerade? Maxel, Stecki, danke für den Follower. Was muss ich jetzt machen? Hä? Ich hab nichts zum Ankreuzen, es passt ja alles. Passt alles, wenn es auch kreizelt, passt dir was nicht. Wähle dein Frachtbuch aus und interagiere mit jedem Ladungselement. Drücke E, um die Ladung auszupacken. Aha, oh Gott. Okay, dann sind wir da wieder dabei. Wähle dein Frachtbuch aus. Wo ist mein Frachtbuch? Bestätigung. Fracht. Was für Frachtbuch? Frachtbrief. Bestätigung Fracht. Wo ist mein Frachtbuch? Servus auf die Palette. Seht das Ausgeladene. Seht das Ausgeladene. Da muss ich alles ausladen. Okidoki. Passt, darfst du fahren. Das war's, die ganze Ladung ist bereit auf den Tisch. Jetzt kannst du sie zählen und oder nach Schmuggelware. Okay. Wie machen? Ja, was noch? Das passt ja alles. Wieso habe ich da einen Pfeil? Ich habe sie schon alles gekennzeichnet. Was willst du denn jetzt von mir?
Hä? Drücke F. Aha. Aha. Ich habe einen Schaß lassen. Oh, da hat er ein Zement was versteckt. Ja, ja. Muss ich mehr aufschneiden oder was? Ist das noch zu wenig? Bitte. So, Kollege, danke, danke für den Tipp übrigens. Alter, hast du gehabt, du gerade bevor, Haberer? Alter, mir Schuss Nummer 2. Für das, dass du mir aufgehört hast, du. Was schmuggelst du schon wieder in unser scheiß Land? Das ist so idyllisch da! Und du bringst Scheiße ins Land! Was ist mit dir? Steig aus jetzt, du Rotz! Aber schnell, bevor ich dir noch ein Tritzloch in die Kniescheiben baller! Halt die Gauschen rein mit dir und helfen, Alter. Was soll ich einlohnen zuerst? Das ist Schmuggelware gewesen. So, danke, Pfirti. Ich hab mich gefreut, dass du mich gesehen hast. Bleib wie ich bin und tu nichts, was ich nicht auch tät. Muss ich das wieder einlohnen, echt? Ich muss gar nichts, das macht der Kollege jetzt da. Hm, tu was für dich, gut. Frildor, servus! Siehst du, alles wieder weg. Passt. Nächster Kollege. Komm, Kollege, weiter. Komm, 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 hopp, hopp. Einer, Alter. Ich hab keine Zeit. Muss auch schauen, dass ich weiterkomme. Er hat eine scheiß Kuh in den Heck. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, das. Weiß nicht, das eigentlich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir transportieren kein Fleisch ohne Kühlware, gell? Ich will es nur mal gesagt haben, ne? Und das fängt da hinten zum Vergammeln an, Kollege. So geht das nicht. Bitteschön, Dokumente. Entschuldigung, es war, ich wollte nur schauen, ob es geht. Das war's mit der Kuh, Alter. Jetzt, da steht, jetzt passt der Fruchtbrief nicht mehr zusammen, Alter. Wenn da jetzt steht, dass der Kuh mit hat, muss ich ihn leider enttäuschen. Eine Kuh, okay? Okay, schauen wir mal, wo ist die Kuh? Also, ich sehe da ehrlich gesagt nichts! Ja, ganz blöd geschmissen, aber muss ich echt sagen. Dann müssen wir kurz überprüfen, du hast mir voll ins Gesicht gegangen. Wo ist denn bitte die Kuh? Na, so geht das aber nicht. Naja, die Papiere scheinen soweit in Ordnung zu sein. Aber ich muss ganz leider da etwas beanstanden, und zwar deinen Frachtbrief. Ehrlich jetzt da. Tut mir leid, müssen wir verweigern. Ich hab keine Kuh gesehen. Ohne Kuh kommst du nicht da durch. Ja, weggeschmissen. Fahr weiter. Blöde Geschichte. War das jetzt wenigstens korrekt kontrolliert? Da war keine Kuh. Ihr habt das alle gesehen. Da war keine Kuh mehr. Der Fahrer war sauber, aber die Kuh hat gefällt. Meine Güte. Sag ihm, wie man es macht, macht man es falsch. McDonalds-Lieferung ist früher angekommen, hätte ich gesagt. So. So, was ist mit dir, Bessie? Kontrollieren wir dich mal auf BSE. Du schaust echt eigenartig aus für Kuh. Wo hat denn die bitte an? Alter, was ist denn das, Alter? Entschuldigung, kommt die Kuh von. Da fehlt mir ein Winkel was. Ich sehe keine Augen. Das sind doch keine Augen. Wo sind die Hörner? Was ist mit der Kuh passiert? Alien-Kuh, hätte ich auch gesagt. Ich meine, von wo kommen denn sie? Geh her, da, gib aus da deine Papiere. Die Gauschen. So, kontrollieren wir. Drei Kühe. Ich will ja echt nichts sagen, Haberer, aber da fallen mir ein paar. Warte mal, liegt es an meinem Bildschirm? Nein, wirklich drei. Okay, drei Kühe. Das tut mir echt voll sorry, aber wenn du jetzt nicht irgendwo noch im Auspuff eine Kuh versteckt hast, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, da passt mir was nicht. Die Kuh ist nicht echt. Nein, ich will jetzt nicht schon wieder, das ist, Alter. Wenn das die Veganerin schon wieder gesehen hätte, Alter, dann hätte ich jetzt schon wieder, wahrscheinlich würde sie dann morgen von meiner Tür klopfen, das brauchen wir nicht. So, kontrollieren wir die Kuh.
Hätte ich gesehen, passt, mehr ist aber nicht da, tut mir leid für dich. Kontrollieren wir einmal alles andere. Also, ausweistechnisch. Das interessiert gerade keinen. 81, 81, das passt, das passt. Passt, aber leider. Frachtbrief ungültig. Du hast ein Parkier mit, Parkier versteckt. Barasto, Sipka. Du machst einen großen. Was ist denn da? War das eine Drohung, oder? Das ist eine Drohung? War das eine Drohung? War das eine Drohung? Schau, dass du Meter gewinnst, du kleiner Alter! Schau, dass du Meter gewinnst! Was hast du einen großen Fehler, Alter? Schau, dass du dich schleichst! Und der Kur ist auch hier! Du hast deine Kur verloren! Nein, ich hab's richtig gemacht. Aber er hat seine Kur verloren. Max, nächstes. Das ist. Ja, Alter, der hat mir gedroht. Ich bin ein Beamter. Ich glaube, ich spinn. Ich hab mir Mühe gegeben. Voll rausgefallen, das Viech. So, jetzt Leute, jetzt probieren wir es einmal wirklich auf Ehrenbasis. So. Originalgetreu, wir wollen jetzt einmal richtig fett Kohle scheffeln. Korruption mit eingeschlossen, weil da kriegst du viel mehr Geld. Bereits, Genosse, heute möchte ich überprüfen, was du gelernt hast. Ja, Gott sei Dank, jetzt kriegen wir alles bunt durchgemischt, schätze ich mal. So, jetzt wird's lustig. Also. Wir töten keine Tiere, wir schießen keine Leute in die Kniescheiben, nur weil sie ausschauen. Wir müssen uns leider beleidigen lassen, ohne dass sie irgendwie mit einem Gummiknüppel das Gesicht umgestalten darf. Also wir müssen uns jetzt einfach verhalten, wie ein Beamter sie zum Verhalten hat. Guten Tag, gnädiger Herr, wie geht es Ihnen? Ja, grüße Ihnen, ich muss sagen, Ihre Koteletten schauen äußerst bezaubernd aus. Sie sind ein wunderschöner Mensch. Ein wunderschöner Mensch, der will handeln mit mir. Tauschen? Was hat denn der für mich? Toilettenpapier. Waschpulver. Was hab ich? Päckchen Zigaretten. Was brauch ich bitte? Kartoffeln. Wodka. Tut mir leid, ich hab keine Kohle. Da. Zeig her mal deine Papiere. Alles nur zum Handeln, dann bringt's mir nichts. Also wenn ich Schmuggler war oder was finde oder was? Wie war das noch schnell? Also, mir gefällt schon mal, seine Koteletten hat er sich eindeutig gestutzt. Basil Bobogwitsch. Bobogwitsch, meine Freunde. 14. April ist leider angelaufen, der Reisepass. 18. April ist auch angelaufen. Es tut mir echt sorry. Aha, da haben wir aber auch noch eine Fracht. Die müssen wir natürlich auch kontrollieren. Kontrollieren, Mann. Das heißt, es ist nicht nötig, das herauszunehmen. Das entscheidet schon immer ich, ob das nötig ist. Dankeschön. Das wird einmal durchkontrolliert. Wo kommt man da hin, Alter? Wenn wir gleich mal durchleuchten. Ey, Alter, ich hab gesagt, ich bemühe mich. Und ich will da keine Schmuggelware oder sonst irgendwas ins Land einführen lassen. Außer ich darf es mal behalten, dann ist es mir wurscht. Okay, da ist auf jeden Fall mal nichts Verdächtiges. Wo steht er eigentlich auf dem Brett? Ich vergesse immer da zum Nachschauen. Steht denn da auf dem Brett? Schmuggler 4, Sie vermuten, dass der Fahrer, der gestern nicht, aha, partielle Zulassungsnummer 4UH, Frachtbrief, mit Wirkung, also das haben wir schon, partielle 4UH, das muss man nochmal kurz kontrollieren. 4UH hat der nicht, passt, ich hätte jetzt keine Schmugglerware entdeckt, jetzt da gehen wir nochmal alles durch, damit da alles da ist, was auf dem Frachtbrief sein soll. Also das ist schon gut gemacht, muss ich sagen. Jetzt da allgemein, jetzt bis auf die Tatsache, dass ich die Leute ins Knie schießen kann oder einen Headshot geben kann oder das Auto demolieren kann. Jetzt rein nur von der Tatsache angesehen, dass man da wirklich, wirklich gut kontrollieren kann. S4U ist das Kennzeichen. Ja, ja, nein. Da geht's nicht ums Kennzeichen, da geht's um die Zulassungsnummer. Da geht's nicht ums Kennzeichen, sondern ich glaube, da geht's um die Nummer, Passnummer. Oder vielleicht da, also wurscht, da steht's ja auch nicht um. Ist ja wurscht. Doch, Kennzeichen. Ja, gut, okay. Der Name, Havara, was ist mit dem Namen schon wieder? Was passt da nicht? Ja, da ist ja der Druckfehler drin. Popovic
Popo Quitsch. Wir haben schon eintragen, dass der Name nicht passt. Also, was steht eigentlich auf seinem Frachtbrief, dass ich das auch nochmal weiß? Dreimal Medikamenten, dreimal Weinfassel, dreimal Kaffee, zweimal Zement. Was haben wir aufgezeichnet? Ich glaube, das passt jetzt soweit. Dreimal, dreimal, zweimal, passt. So, dann. Kontrollieren. Was ist denn ein Kontrolldokument? Was ist das jetzt da drunter? Also, Frachtbrief ist in Ordnung. Name passt mir aber nicht. Kann man jetzt darauf aufmerksam machen, oder ist das immer so eine letzte Entscheidung? Steigen Sie mal ganz kurz aus. Steigen Sie einfach einmal aus. Ja, ja, ja. Ja, ruhig bleiben, Haberer, so. Die Festnehmen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Passt. Ich muss ihm das wieder alles einladen, schätze ich mal, gell? Muss ich anscheinend nicht. Arosko, Varishu. Ja, er muss wieder zurückgeben. Okidoki. Ich bin jetzt gesittet. Also, die Tatsache, dass mein Name was nicht passt, macht aber eigentlich den Grund, dass ich nicht weiterfahren lassen sollte. Oder wird das als akzeptabel? Weil es geht ja nur um einen Buchstaben. Statt ein V steht da ein Q. Aber die Ausweisnummer passt. Und die... Ah, Oklaven ist auch schon, gell? Ah, Oklaven ist auch schon. Nein, es passt wirklich nicht. Haltbarkeitsdatum müssen wir auch ankreuzen. Tut mir sorry, Kollege. Zwei Vergehen. Bei einem hätte ich noch auch zugedruckt. Aber ich muss leider die Ausreise verweigern. Nicht hab. Nee, da ist nichts. Haben wir schon richtig gehandelt, schätze ich mal. So, fahr weiter. Tut mir leid, Alter. Das nächste Mal schaust du mal auf die Gültigkeit. Ja, was? Gerechtfertigte Ablehnung. So, Muster. Nächster. Was ist denn da eigentlich herin, wenn ich fragen darf? Der Hund ist auch noch da zum Saufen und Rachen, sonst tut der nichts, was da drin sitzt. Einer da, der hat schon wieder Viecher um. Maxwell, ich hab's ja angekreuzelt, dass der Pass abgelaufen war. Reifen anschauen. Ja, ist ja, es wurde eh so gemacht. So. Also. Waren da jetzt mehr Kühe? Ausweis, Frachtpapiere. Der Hund schaut schon witzig aus. Oder bist du Franzose oder was? Danke. Alter, jetzt mach ich eine Verfolgungsjagd auch noch, oder was? Oh, Kollege, jetzt kommt der Action. Ne? Dauert ein bisschen. Wo ist denn der Starter? Hallo, ich muss los! Musst du mein Auto nicht starten? Ich glaube, ich spinne. Hallo, ich muss starten! Ja, was soll ich machen, Alter, wenn ich nicht starten kann? Spiel verloren. Was willst du denn von mir? Alarm! Ich hab nicht starten können! Ja, beim nächsten Mal starte ich. Waffe weg, Mann. Ja, erst. Warum hab ich Licht und alles einschalten können mit der Waffe, ha? Erst Sirene. Oh, okay. Das sind nicht die gleichen wieder. Diesmal hinter jemand. Oder so wie der flüchten will, Headshot. Headshot. Gleich am Botschen geschossen. Das sind nicht die komplett gleichen Partien wieder. Das kann ich ja schnell durchziehen. So. Ja, gib mir. Ja, ich weiß, nein, brauche ich nicht, danke. Ja, da. Dankeschön. So.
Ganz kurz durchkontrollieren, ich weiß, du machst eh nichts, aber. Das ist ein Vorgame, also das heißt, es wird schon alles wieder so passen, so. Heiraman, du schnell. Dann. Vom Namen haben wir auch wieder das gleiche. Na, tatsächlich passt der Name jetzt. Ich meine, die Gültigkeit ist wieder angelaufen, aber der Name passt, Schatz. Also, alles passt, passt. Tut mir trotzdem leid. Hallo, Motherfucker. So. Tamala. So, geh weiter. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Den kontrollieren wir gleich auf Anschlag. Den hole ich mir jetzt da. Der Hund fährt die Schranken nieder. Diesmal schaut er ein bisschen anders aus. Snego da inara! Preobserado. Sem budu eto pariatko. Ein kleiner Witz, Alter, bist du. Hast du den Dev-Motor oder was? Ergreife den Flüchtling. Ah, wo er hat schon ein bisschen was angekriegt, die Schüsse. Den holen wir uns jetzt da. Was muss ich jetzt da mit dem Auto gehen am Klatschen oder was? So, Kollege! Was glaubst denn du eigentlich, wer du bist? Komm her jetzt da! Ergreife den Flüchtling. Ich hab nur eine gewisse Zeit oder was? Bevor er irgendwo weg ist. Du weiter! Hallo! Ja, Alter, ich kann auch nicht zaubern, wenn die Hitten so langsam ist! Ja, selber schuld, du kleiner Wichser, Alter. Normalerweise kriegst du eine Kugel im Kopf! Ein wichtiger Telefonanruf, wo muss ich denn da jetzt wieder hin? Zum Rufzeichen, schätze ich mal. Die ist zu, passt. Ach, die Scheiben noch hier waren. Jetzt kannst du aber das Steak von der Kuh mitnehmen, ja unbedingt. Kriege ich wieder Minus, wenn ich das Viech kill. Wo muss ich denn hin, Alter? Ganz schnell. Muss ich sagen, an Asphalt haben sie damals noch gespart. Alter, wo bin ich? Ich muss Grenzpolizei und bin da eigentlich gerade weiter, da immer am schnellsten. Am musst, ja, fahr ich eh schon. Das Auto war richtig hinig, ja. Sonst, Leute, passt alles bei... Was war denn das jetzt? Haben wir einen Motorzaun gefiert, oder was? Da war nix! Das Spiel verarscht mich. Sonst passt alles bei euch, Leute. So, wer repariert die ganze Scheiße jetzt wieder? Also, ich muss zuerst... Ich glaube, ich stehe gerade ein bisschen ungünstig. Ata
Deutsche war ich schon Kommandiro. Was, der ist schon weg, okay. Nö, zum Anruf. Du darfst das reparieren. Super. Machen wir dann. Und das ist für ein geiles Telefon, Alter. Darf ich euch vorstellen, das neue iPhone? Dispatcher, Genosse, wir haben den Kontakt zu Sergeant Gavrio verloren. Brigade verloren. Sie war den blutigen Faust. Aha. Alter, was muss ich jetzt, Alter? Geht's auf Geheimmission oder was? Ich bin scheiß Grenzposten, Kiewerer! Nimm Kontakt mit der Intervenationsbrigade im Sägewerk auf. Ach, du heilige Scheiße, Alter. Lade, warum soll ich die vergessen haben? Um was geht's gerade, Lade? Sprich die bitte nochmal aus. Wegen was habe ich die vergessen? Ja, wie soll ich das reparieren? Er tut ja nichts. Also es ist schon wieder alles repariert. Nicht wirklich. Was tue ich da? Ich muss noch was machen. Ja, es ist so da was mit Polizei zum da. Jetzt kriege ich die Waffen, was ich sowieso schon habe. Jetzt habe ich zwei Waffen. Auch nicht schlecht. Naja. Und wieso soll ich die jetzt vergessen haben, nur weil du keine Zeit gehabt hast zum Schauen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich krieg sogar einen Kameraden zur Seite gestellt. Ah, den Musi macht mir jetzt schon deppert. Hey, Junge! Zusammenreißen da. Akimbo, auf geht's. Akimbo, wer ist denn Akimbo? Zili, danke für den Follower. Beste Musik, all West, ja. Auf einmal hauen sie das Lied rein. Going back west. So, was ist im Sägewerk gleich passiert? Ich werde noch zum Kriminalbeamten statt Grenzkontrolleur oder was? Ich grüße dich schon, wenn ich sie klare, du Kasperl. Und der ist jetzt da. Vielleicht habe ich dich halt einfach übersehen. Soll ich gleich mal dramatisiert sein, wenn du nicht sofort Hallo sagst. Und was passiert jetzt? Okay. Ich kann es nicht glauben. Sergeant lässt sich mit Kriminellen nennen. Lass uns hier verschwinden. Ja, ich würde gern! Alter. Es hat schon wieder nicht funktioniert, die Kisten zum Ausstarten! Akimbo, Waffe in beide Händen, ja. Schnell, hilf mir. Ich glaube, ich hab nicht. Fahren dürfen. In der Überzeugung, dass du tot bist, fliehen die Rebellen aus dem Sägewerk. Nach einer Stunde stickt der besorgte Kommissar seinen Stellvertreter zusammen mit einer Hilfstruppe zum Ort des Geschehens. Die Wunde an deinem Kopf stellt sich als oberflächlich heraus. Leider hat Genosse Sorokin nicht so viel Glück. Mhm. Du musst kämpfen. Schulung abgeschlossen. Okay. Es war also geplant, oh Genosse, ich bin froh, dass du am Leben bist. Hast du viel Glück gehabt. Hands up, then we gonna drop.